schönste Melodie. Sie heißt Liebe dich, doch mancher hört sie nie. Magdalena, Magdalena, wenn die Liebe nicht so schwer zu finden wäre, gibt es keine Illusionen mehr. Schlägt irgendwo ein Herz auf dieser Welt. Magdalena, Magdalena, Magdalena. Was macht das? Eine Mark 60, bitte. So. Robert! Mensch, warum machst du denn so rar? Na, hör mal, kurz vor dem Staatsexamen. Ich dachte, jetzt endlich mal verknallt. Oder wirst du immer noch rot, wenn du ein Mädchen siehst? Los, Ruth, lern ihn mal an. Ich habe gehört, Sie haben sturmfreie Bude, alleiniges Zimmer. Sturm aus Asien, was? Hast ja deine Sklavin ganz schön an der Strippe. Du, komm doch heute Abend mal in mein Atelier. Oh, was hast du denn wieder Schönes gemalt? Oh, ganze Menge. Ja? Hast du es eilig oder kommst du? Nee, ich muss zum Präsidenten Köhler. Was machst denn du bei einem Präsidenten? Ich gebe seiner Tochter Unterricht. Ah, Medizin. So mehr private Anatomie, was? Sag mal, du denkst wohl bloß an Frauen. Ist das nie ein bisschen langweilig auf die Dauer? Na, Magdalena, in den Spiegel schauen? Ich gucke ja gar nicht rein. Es gibt Essen. Der junge Medizinstudent von nebenan ist da. Er soll dir englischen Unterricht geben. Ich weiß. Stefan, den kannte ich schon, wie ich noch so klein war. Ja? Sie ja beinahe nicht wiedererkannt. Sie ist ja eine richtige junge Dame geworden. Und sie ist noch ein Kind. Lenchen hat eine äußerst sorgfältige Erziehung genossen. Ich hoffe, dass sie das nicht vergisst. Lenchen? Sie mochten doch früher nie, dass man sie so nennt. Na, ich mag's heute noch nicht. Du kannst ruhig weiterhin du zu mir sagen, du Affe. Herr Bruck war ein Musterschüler. Lenchen hat es leider nicht bis zum Abitur bringen können. Doch wissen wir, es war. Jesko war ein Dicker, es war ein ganz dünner. Du bist aufgeklettert aufs Dach, runtergerutscht bis zur Regenrinne. Man hört mir wohl gar nicht zu, was? Deine Mutter ist ja beinahe gestorben vor Angst. Na, nun ist sie ja lange tot, deine gute Mutter. Es fragt sich nur, wann Herr Bruck Zeit hat. Tja, Herr Präsident, offen gestanden habe ich gar keine Zeit, aber ich muss mein Medizinstudium selbst verdienen. Tüchtig. Kommen Sie, setzen Sie sich. Danke sehr. Und da werde ich wohl Zeit finden müssen. Ich glaube, es ist das Beste, wir setzen uns nachher mal zusammen und stellen fest, wo sie stehen geblieben ist. Sie meinen, sitzen geblieben ist. Der Unterricht findet im Salon statt. Fräulein von Tischewitz wird dabei sein. Französisch könnte ich selbst mit ihr arbeiten. Aber Englisch. Wir könnten vielleicht einige Galerien besuchen und Museen. Komm, Herr Jesus, und sei unser Gast. Und segne uns und was du uns beschert hast. Amen. Gemalt sind sie ja ganz gut, aber die sind nicht nackt, die sind ausgezogen. Und du als Arzt bist doch an nackte Frauen gewöhnt. Und ein Arzt kennt nur Körper. Und ein guter Maler sollte eigentlich mehr die Natur malen und nicht das Fehlen der Wäsche. Lauter große Schinken. Hm? Sind das alles Originalmodelle? Ich denke, du hast Ruth? Nur Ruth, die macht doch den Kohl nicht fett. Na, dein Kohl scheint mir ganz schön fett zu sein. Wenn Sie mit fett mich gemeint haben sollten, dann bin ich bereit, Sie vom Gegenteil zu zeugen. Nee, lassen Sie nur, Sie Balkansturm. Ich dachte eigentlich mehr an Roberts Brieftasche und nicht an Sie, Ruth. Sagen Sie, wie kriegt er das nur fertig, dass sich die Frauen alle so von ihm malen lassen? Er malt sie nackt mit seiner Fantasie. Natürlich etwas mies. Und dann ziehen Sie die Damen aus, um zu beweisen, dass sie hübscher gewachsen sind. Und er hat, was er will. Funktioniert immer. Eifersüchtig sind Sie wohl gar nicht, was? Sehen Sie, das ist eine Verheiratete. Die hat mir Kopfschmerzen gemacht. Die hatten wir einen ganzen Monat hier. Immer so. Verraten Sie mich nicht. Mit der habe ich eine kleine Rache vor. Morgen wird sie aufgehängt.
Nur in Kunstausstellung bei Bogala. Mhm. Gefällt Ihnen das Bild? Es ist verkäuflich. Ich muss es haben. Was kostet es denn? Ist sie nicht gut? Das kostet, will ich wissen. Ich muss im Katalog nachsehen. Ich muss es ja haben. Guck doch nicht so frech hin. Zufall, dass der Ehemann ausgerechnet heute herkommt. Ihr habt die Rot im Verdacht, das Biest. Ich kann mir denken, dass Sie jetzt Angst kriegen. Angst? Quatsch. Wer will mir denn verbieten, eine Frau nackt zu malen, wenn sie selbst will? Na ja, viel kann die Frau ja auch nicht wert sein. Ach, das hat nichts mit dem Wert zu tun. Ich wette mit Ihnen um jede Summe. Sie können von mir jedes Abbild jeder Frau im 100 Kilometer Umkreis haben. Ich schränke ein, jeder, die einigermaßen gut gewachsen ist. Von der da auch? Sie glauben doch nicht, dass die gut gewachsen ist. Was das? Sehen Sie alles gleich so. Na und die da? Ohne Korsett geht die aus dem Leim. Also meiner Frau stelle ich sie gar nicht erst vor. Gilt die Wette? Ja. Nun haben Sie sich mir erschreckt. Oh, das tut mir aber leid. Was zeichnen Sie denn da? Ich zeichne nicht, ich male Aquarellen. Oh, Verzeihung. Ich muss ja jetzt sowieso eine Pause machen. Ach, die Spatzen da waren Ihre Modelle. Ich dachte, das Schloss. Sind Sie auch drauf? Na, was machen Sie denn da noch? Das Bild ist doch fertig. Wissen Sie, ich halte nichts von Männern, die einen auf der Straße ansprechen. Oh, sagen Sie, ist das Bild verkäuflich? Wen wir sehen, sehen Sie gerade nicht aus. Nee. Wissen Sie, 10 Mark hätte ich noch. Gut, abgemacht. Ja, fein. Allerdings eine Bedingung ist noch dabei. Habe ich mir doch gedacht, würden Sie mir die kleine Freude machen und heute Abend... Aber nein, nicht doch. Sie sollen mir nur das Bild signieren. Und da so vielleicht, hier an der Ecke. Mit Adresse und Telefonnummer natürlich. Nein, nur Ihren Namen. Gut. Na und? Sie können doch nicht nur Susanne heißen. Bei Rembrandt steht auch noch Rembrandt drauf und der ist mit seinem Vornamen ganz schön unter die Leute gekommen. Stefan! Was machst denn du da unten? Bist du zu mir? Sag mal, warum bist du nicht in die Ausstellung gekommen? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das interessiert. Du willst doch was. Na, das ist aber dein erster Besuch bei mir. Ist auch was ganz Besonderes. Ah, piep, 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 piep. Putziges Bild, nicht ganz mein Genre. Nein, ich habe keine schmutzigen Hände. Susanne, du liebst sie, nicht? Sag mal, ist das das Mädchen von dem Mann? Was weißt denn du von Magdalena? Ach, Magdalena heißt sie. Am Ende Maria Magdalena. Komm, lass deine profanen Witze. Was willst du denn von ihr? Sie soll im Modell stehen. Akt, etc. Sag mal, du hast wohl nicht alle Tassen im Schrank. Und dazu soll ich dir helfen? Mann, das ist völlig aussichtslos. Weißt du, die hat einen Grad von Zurückhaltung, der dir ganz fremd ist. Nun lass mal dein Gewäsch. Es handelt sich hier um eine berufliche Sache. Ich verhohne Piepel dich doch auch nicht in deinem Beruf. Außerdem brauche ich dich gar nicht. Ach, du wolltest gar nicht zu mir. Sag mal, kennst du ihren Vater? Den will ich ja gar nicht mal. Ja, aber du kannst sie doch nicht einfach auf der Straße anquatschen. Ja, ich weiß, zu sowas bist du zu schüchtern. Ach, das will ich gar nicht sagen. Moment, sie kommt. Entschuldige mich. Sag mal, hast du sie hier abgepasst? Na, das scheint dir gar nichts, wenn du mal reinfällst. Entschuldigen Sie, irre ich mich? Kennen wir uns? Ich heiße Robert Färber. Ich glaube... Sind Sie nicht der Maler? Ach ja, da bin ich. Ich habe Ihr großes Interesse bemerkt. Ich wollte Sie ansprechen, aber da waren Sie schon fort. Ja, wir haben noch mehrere Galerien besucht. Ach was, da gehen Sie so systematisch durch die modernen Galerien?
Auch in Museen. Würden Sie mir die große Freude machen, einmal zu mir in mein Atelier zu kommen? Oh, ja, ich weiß nicht recht. Augen wie Sie haben, sind natürlich ein Fressen für Leute wie Ferber. Ach, Sie sind auch Maler. Nein. Ich habe mit Kunst nichts zu tun. Ich bin Hoch- und Tiefbau. Ja, ich kenne Herrn Ferber nur unten von der Espresso-Bar hier. Mein Vater ist auch Hoch- und Tiefbau. Ich werde Ihnen mal einen guten Rat geben, seien Sie ein bisschen vorsichtig. Diese Leute haben nämlich nicht den besten Ruf. Also, wenn ich mich so ausdrücken darf, Herr Ferber, Sie haben zwei Seelen in Ihrer Brust. Also manche Bilder sind ja ganz besonders edel. Aber andere... Ordinär. Naja, ich gebrauche nicht gern so starke Ausdrücke. Oh, ehrliche Kritik kann nie verletzen. Wir brauchen sie wie das tägliche Brot. Hier. Dieser Burkala belegt schon wieder die schönste Frau mit Beschlag. Das ist Achill. Aber erschrecken Sie nicht, das ist nur sein Spitzname. Nun, wie gefällt es Ihnen hier bei uns? Darf ich Sie für einen Augenblick entführen? Wissen Sie, dass ich diese Party nur eher drehen gehe? Ich habe eine Bitte an Sie. Ja? Von der niemand etwas wissen darf. Jetzt geht er zum Generalangriff über. Aber die Wette verliert er. Was denn für eine Wette? Ach, nicht. Sie werden kommen, nicht? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß es. Die Damen gehen gerade. Ich glaube nicht, dass es Ihnen sehr angenehm wäre, gerade von Ihnen hier gesehen zu werden. Danke Ihnen, dass Sie meiner Einladung so freundlich gefolgt sind. Es war ein sehr interessanter Nachmittag. Ich war Marc Dörse. Danke ist ganz auf unserer Seite. Robert. Ah, Stefan. Zu spät? Ah, da hast du was verpasst. Lass das Mädchen in Ruhe. Was interessiert sie dich eigentlich so? Die ist zu schade für deinen Rummel. Was geht dich denn das an? Du liebst doch die Spatzenmalerin. Ist da doch etwas? Nein. Na also. Ach. Ist das die, die du unterrichtest? The big painter Holbein painted for a long time in England. One of his most celebrated pictures was a picture from King Henry VIII. The great painter, not the big. Big ist the band, das ist die Glocke von Westminster, the big band. Dong, dong, du mach doch keinen Unsinn, Kind. Du musst das ernst nehmen. Aber lassen Sie es doch, Fräulein von Tischowitz. Je fröhlicher der Unterricht ist, desto mehr bleibt ja hängen. Dong, 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 dong. Du gehst doch nicht wieder zu diesem Färber. Warum nicht? Warum fragst du das? Kennst du ihn so gut? Er hat gesagt, er will dich malen. Herr Burkala sagt, er ist der Maler der Aristokratie. So, naja, eigentlich aber mehr der Frauen der Aristokratie. Kennst du diese Ruth? Ach, ich weiß doch nicht. Mir ist niemand vorgestellt worden. Ich bin ja Kind. Na, die mit dem unverschämten Gesicht, diese... Na, die Pralle. Ach so, die ist doch sein Modell? Ja, auch. Jeder Maler braucht doch ein Modell. Sei doch nicht so allmählich. Aber natürlich, aber du bist doch viel zu jung dazu. Nur red nicht so laut, sonst kommt die Tischowitz noch mit, wenn ich sage. This afternoon I have to go to the Friseur. Coiffeur. Ist auch falsch. Wenn du sagen wolltest, heute Nachmittag gehe ich zum Friseur, dann heißt das This afternoon I have to go to the hairdresser. Heute Nachmittag? Ja, da habe ich gar keine Zeit, Kind. Magdalena. So nennt mich niemand. Nur unsere Direktorin im Stift, die nannte mich so. Wenn ich bestraft wurde, dann sagte sie sehr böse, Magdalena. Wenn Sie bestraft wurden? Wie ein Kind sagen Sie das, dass ich vor Strafe fürchtet. Fangen Sie auch damit an, ich bin kein Kind mehr. Nein. Ich lasse Sie hier im Mantel stehen. Kommen Sie. Ich bin wie fasziniert. Es ist, als ob, ja, wie soll ich mich ausdrücken, ja, als ob Sie ein Lichtschein um sich hätten. Was reden Sie denn da, Herr Ferber? Ich bin ganz anders, als Sie denken. Wissen Sie denn, was ich denke? Nein, das weiß ich nicht. Moment, bleiben Sie so. Armhöhe? Ja. Wunderbar. Aber Sie können nicht so lange stehen. Doch, doch, stehen kann ich. Eine ganze Stunde lang nicht. Kommen Sie. Setzen Sie sich. Sie werden mich doch nicht liegend malen. Warum nicht? Muss ich noch lange liegen? Hier müssen Sie gar nichts. Hier sind Sie ein freier Mensch. Das ist doch wohl das, was Ihnen am meisten zu Ihrem Glück fehlt. Tja. Als Sie kürzlich hier waren, schauten Sie unentwegt auf Freund von Tischowitz, als ob Sie Angst vor ihr hätten. Sie haben wohl vor allen Menschen Angst.
Doch, doch, Sie wissen es nur noch nicht. Sie haben sich schon so dran gewöhnt, dass es Ihnen ganz selbstverständlich vorkommt. Vielleicht. Sie waren wohl sehr schlecht in der Schule. Alle hübschen Mädchen sind schlecht in der Schule. Angst? Sie kennen die Menschen. Ich liebe die Menschen. Wissen Sie, die Menschen zu kennen ist gar nicht so schwer. Einen Menschen zu kennen, richtig zu kennen, das ist schwer. Da muss man schon sehr lieben. Und das kommt ja nicht oft vor. Ich darf ja nicht vergessen, wozu Sie hergekommen sind. Die Bluse geht aber nicht. Ich habe sonst nichts mit. Vielleicht versuchen Sie es mal mit diesem Sommerkleid. Das ist ja ein süßer Stoff. Streifen Sie es doch mal über. Ich gehe inzwischen dem Mann. Herr Färber, soll ich das jetzt so? Haben Sie was gesagt? Nein, nein. Wunderbar. Hübsch. Wenn ich durfte, würde ich sie Ihnen schenken. Setzen Sie sich hin. Kopf. Perfekt. Sie haben ihr Herz klopfen. Das kann schon sein. Aber ich muss um 4 zu Hause sein. Wenn Sie es nun nicht sind? Dann sagt mein Vater. 4:20 Uhr, dass wir um 4 Uhr Tee trinken, das dürfte bekannt sein. Entschuldige. Sag mal, was für einen Friseur hast du eigentlich? Du siehst ja ganz verwildert aus. Das ist es ja gerade. Ich habe gewartet und gewartet und bin nicht mehr dran gekommen beim Friseur. Ich habe ja wuschelige Haar ganz gern. Was denn? Erschrickst du von mir? Papa. Hast du Fieber? Du bist ja ganz heiß. Ich bin so gerannt, Papa, weil es schon zu spät war. Na ja. Wie ist denn mit dem englischen Unterricht? Oh, wir sind fleißig dabei. Ich habe nämlich eine Überraschung für dich. In 6 bis 7 Wochen muss ich nach London. Große Sitzungen des Wirtschaftsrates und so. Da kommst du mit. Ich werde verrückt. Und diese Ausdrücke? Papa, das ist ja himmlisch. Du bist der süßeste Vater auf der ganzen Welt. Aber Lenschen, du bist ja so exaltiert, das kenne ich doch gar nicht. Ja. Du hältst doch sonst Maß. Ich habe mich doch so gefreut. Das ist aber auch eine Freude, Herr Präsident. Fräulein von Tischewitz, ich habe vorhin im Zimmer meiner Tochter Filmpostkarten gefunden. Am Spiegel und auf dem Tisch. Ich möchte nicht, dass meine Tochter Autogramme sammelt. Ja, Präsident. Wart ihr denn im Stift manchmal im Kino? Nee. Nein. Nein. Auch nicht heimlich? Ach, das ist gemein. Du, Heimlichkeiten. Du, da kann ich fuchsteufelswild werden. Berlinchen hat doch keine Heimlichkeiten. Du darfst gar nicht wiederkommen, Magdalena. Robert Färber. Ja, prägte diesen Namen ein. Robert Färber war der erste Mann, der dich in deinem Leben zum ersten Mal bis in die tiefsten Tiefen seines Herzens geliebt hat. Aber wenn ich diese großen, träumenden Augen auf dem Bild dann nach Jahren immer wieder ansehen werden... Ich kann es ja nicht sehen. Psch, bist du still? Dann sei gewiss, dann wird meine Sehnsucht die gleiche sein wie heute. Heute hast du Sehnsucht? Ich bin doch da. Ja, das wirst du. Das ist doch alles. Was gibt's denn noch? Aber heute darf ich es sehen. Du hast es mir versprochen. Es ist noch nicht fertig. Magdalena! Darf ich nicht? Aber wenn du unbedingt willst. Robert! Robert! Hättest du dir nicht? Doch!
Sag mal, hast du das immer so gemacht? Nein, die waren nicht so ängstlich und... Und was? Feige. Feige bin ich nicht. Weißt du, das waren alles erfahrene Frauen. Du bist ja noch ein Kind. Du hast selbst gesagt, ich bin kein Kind mehr. Dann beweis es doch. Ich tu's, wenn du willst. Magdalena, das wäre... Was? Was wär's? Ein Geschenk wär's. Sowas muss man auch können. Ich habe leider andere Sachen gelernt. Was denn? Bauch aufschneiden, zum Beispiel. Na, diese Kenntnisse lassen sich jetzt aber hier nicht... Nö. Ich komme mir nur ein bisschen überflüssig vor hier, kleine Malerin. Ach, wissen Sie, ich bin gar keine Malerin. Nicht? Ich bin nur Verkäuferin. Sind Sie jetzt enttäuscht? Nee. Was verkaufen Sie denn? Bücher. Bücher? Wo denn? Sie wollen ja nur meine Adresse rauskriegen. Komm, Sonny, es geht doch. Moment. Wollen Sie noch was sagen? Ja, eine Kleinigkeit. Was denn? Nichts Wichtiges, ich liebe Sie. Ach, Sie? Stefan, im Jazzkeller. Ist das einsam? Warum hast du deine Spatzenfreunde nicht bei dir? Hab ich ja, die tanzt gerade. Ach, mit dem anderen? Na, das sieht dir aber ähnlich. Übrigens, falls es dich interessiert, sag die Karte. Was? Fliegender Mädchen als Modell, die Tochter des Präsidenten. Oh, was? Ja? Darf man eintreten? Komm rein. Bist du verrückt? Wie kannst du nur jemanden hereinlassen? Reg dich nicht so auf. Das ist mein Freund. Robert! Mach doch nicht so ein Theater. Achille ist doch selbst Maler. Wo willst du denn hin? Zieh mich an. Du bleibst hier. Grandios. Du sollst das Bild nicht zeigen! Was glaubst du denn, so was ich gemalt hab? Süß. Das ist wirklich süß. Komm mal her. Siehst du, das ist Achille. Aber der hat doch einen ganz anderen Kopf. Also sein Kopf war nicht zu gebrauchen. Er hat zwar einen Körper wie Achill und Kopf wie Piefke. Das war aber nicht fein. Komm, gib auf den Kaffee acht. Ich hol Sahnenzucker. Manchmal, da ist der ein bisschen barsch. Von wegen Piefke. Na, magst du ihn? Ja. Er spricht ja gar nichts. Sag doch was. Was malen Sie denn, Herr Achille? Tja, also manchmal, da male ich bei Robert den Kaffee. Ach ja, ist gar kein Maler. Nur mach kein Detektivbüro auf. Sei doch lieb, Robert. Ich bin doch lieb. Achille ist mein Freund. Komm, Kinder, duzt euch. Ja, Kuss. Kuss muss sein. Robert. Du hast gelernt, was? Du hast die ganz verwirrt. Mach mal auf. So? Na, ich kann ja. Ach, lass doch, sie soll sich dran gewöhnen.
Mensch, das geht nicht so weiter. Du musst mir einen Gefallen tun. Was? Findest du sie hübsch? Ja, mal prima, prima. Dann nimm sie dir mal richtig vor. Du weißt doch, was ich unter richtig verstehe. Hä? Die ist verliebt in mich, die. Die hinter mir wie eine Klette. Das sind genau die, die ins Wasser gehen. Ich verschwinde nachher mal unauffällig. Na nun, das Bild ist ja direkt dezent. Das passt doch gar nicht zu dir. Mich machst du immer frontal. Bei dir sind ja auch alle Geheimnisse im Eimer. Aber guck dir diese Augen an. Schaut sie nicht über die Schulter, als ob sie sich wundert? Worüber wundert sie sich denn so über die Schulter? Etwa weil der Frühling so weh tut? Du? Lach doch nicht. Ich werde das Bild schmerzlicher Frühling nennen. Lass ihn doch, ich mach schon auf. Ha, du wolltest wohl feststellen, ob ich gelogen habe. Ich wollte das Bild sehen. Die Tochter des Präsidenten. Magdalena Köhler. Magdalena, es ist zum Weinen. Naja, wir sprechen uns ja noch. Bleib da noch. Mir graut vor dem Gedanken, dass du dafür eines Tages mal die Rechnung präsentiert bekommst. Ich glaube, er verachtet mich. Mein Englischlehrer. Trink einen Cognac. Diese Herren Töchter. Was sagt sie von der höheren Tochter? Ist ja Wurst. Komm, trink. Na, trink aus, das spielt die höhere Tochter runter. Ich scharf so ein Cognac. Ja, ich erwähnt es. Ui, der ist aber. Ich bin ja ganz vergiftet. Wo ist denn Robert? Entschuldigen Sie, dass ich Sie hier hereinführe. Aber wenn der Herr Präsident nach Hause kommt und sieht uns im Salon warten, ja, ja, dann gibt es einen unangenehmen Auftritt. Ich weiß gar nicht, wo das Mädel ist. Die kenne ich, die hieß Clotilde. Das weiß ich noch wie damals, der habe ich mal ein Bein angenäht. Auch nicht, wo sie hin wollte. Ja, mit Puppen spielt sie ja wohl nicht mehr jetzt. Sie ist in letzter Zeit verändert, finden Sie nicht auch? Vielleicht darf man sie nicht so lange allein lassen. Dieser Robert, ich weiß. Er hat meine Kleider aus dem Kabinett gestohlen und versteckt. Weil du die ganze Flasche Cognac ausgetrunken hast. Der Robert, der hat nämlich Angst, dass du so auf die Straße gehst. Was macht denn die Ruth mit dem Bild? Ja, trink noch ein Glas Sekt. Das spült deinen Kopf wieder rein. Ja, du bist ein guter Mensch. Du weißt, ich bin so betrunken und muss nach Hause. Na komm, leg dich hin. Mach deine schönen Augen ein bisschen zu. Schlaf ein bisschen. Wo ist denn Robert? Robert? Der ist weggegangen. Ich soll hier auf dich aufpassen. Dich ganz lieb behandeln. Der Robert ist ein guter Mensch. Hm? Ganz lieb müsst ihr sein. Du hast ja ganz kalte Füße. Das will ich nicht haben. Ganz lieb. Kleine Magdalena. Du Achill! Ah? Erschreckter Frühling, was? Scheint mir eher ein erschreckter Bugalla zu sein. Schmerzlicher Frühling. Her mit dem Geld, Sie haben die Wette verloren. Zum Lachen ist das noch gar nicht. Ach, für Sie vielleicht nicht. Was soll es denn kosten? Vorläufig wird es nicht verkauft.
ist ein wunderbares Bild. Eigentlich hat man Mitleid mit dem Mädchen. Ah, mein Herr mit 10. Treffen Sie näher. Aha. Bleiben Sie ruhig noch ein bisschen da oben. Sieh, hier ist kein Strumpfgeschäft. Wollen Sie etwa ein Buch kaufen? Ja, ein Buch mit 7 Siegeln. Das sind nämlich Sie für mich. Bin ich so geheimnisvoll? Ja. Ich habe Ihnen, wenn ich mich nicht irre, einen Heiratsantrag gemacht. Aha. Und jetzt wollen Sie die 7 Siegel aufbrechen und nachlesen, ob ich den Antrag eventuell annehme. Aber nur reden Sie doch nicht immer nur von Ihren Büchern. Reden Sie doch mal von sich oder von mir. Kennen Sie die Geschichte von Goethe, als er mal aus einer großen Gesellschaft kam und gefragt wurde, ob ihm die Gäste gefallen hätten? Nein. Hat er gesagt, wenn die Gäste Bücher gewesen wären, hätte ich nicht in ihnen gelesen. Ach, weil die so langweilig waren, meinen Sie? Susanne, wenn ich ein Buch wäre, würden Sie in mir lesen? Tja, also Bücher aus der Leihbücherei lese ich prinzipiell nicht. Aber das Buch Stefan gehört Ihnen ja und Sie lesen trotzdem nicht. Wir sprechen ganz schön durch die Blume. Oh je, die Blumen, die habe ich vergessen. Für mich? Ja. Hoffentlich in der Vase. Nein, auf dem Tisch. Ich wollte Sie doch zum schönen Abendessen einladen. Also gut, ich komme, aber holen Sie die Blumen. Ja? Wo treffen wir uns? Wissen Sie, jo. Ich möchte nicht, dass Sie mich hier abholen. Herr Droste braucht das nicht zu sehen. Ach so, na ja, ich wohne am Spanischen Platz. Kennen Sie die Galerie Bugalla? Ein Laden mit Bildern, den finde ich bestimmt. Also gut, 7:15 vor der Galerie Bugalla. Schmerzlicher Frühling? Das ist ja ein merkwürdiger Name. Oh, schade. Das finde ich auch. Eine halbe Minute zu spät. Ja, die habe ich auf dem Tisch liegen lassen, aber Sie kriegen neue. Danke, da haben Sie aber was verpasst, ein bildhübsches, nacktes Mädchen. Naja, das ist ja die Spezialität von den Bilderfritzen da. Die war aber was Besonderes. Interessiert mich nicht. Mich interessiert vielmehr, wo kriege ich ein paar neue Blumen für Sie her. Die Läden sind ja alle zu. Sie können mir doch nicht ernsthaft einreden, dass das Bild einer schönen, nackten Frau Sie nicht interessiert. Also schön, ich kenne den Maler, der da drin ausstellt und der Kerl ist ein Schwein. Pardon. Leider ist es unverkäuflich. Warum stellen Sie es dann hier aus? Und auch noch am Schaufenster? Ist doch ein großartiges Bild. Nur eben der Färber will es nicht weggeben. Warum ist es dann hier? Offen gestanden, es war eine Wette. Er hat sich verpflichtet, das Bild innerhalb von 14 Tagen zu liefern. Gerade dies? Ja, gerade dies. Wieso, kennen Sie das Modell? Nein, ich nicht, aber der Pfarrer von der Matthäekirche drüben hat es gesehen. Na und? Magdalena. Hast du denn nichts zu sagen, Kind? Magdalena. Ich bin schuld, Herr Pfarrer. Ich bin schuld. Man ist eben keine Mutter. Gib doch eine Antwort. Was soll sie denn schon antworten? Sie ist bis ins innerste Mark verfault. Fräulein von Tischewitz, Sie haben Ihre Aufsichtspflicht versäumt. Wir sind geschiedene Leute. Präsident, es ist doch Ihre Tochter, die Tochter des Präsidenten Dr. Honoris Causa Köhler. Honoris Causa, Herr Pfarrer, das heißt der Ehre wegen. Meine Tochter ist eine... Wer da ist unter uns ohne Sünde? Der werfe den ersten Stein? Wenn so etwas nicht gesteinigt wird, wo soll die Welt dann hinkommen? Nein, Herr Pfarrer, Sie haben keine Tochter. Vater, ich bitte dich. Vater? Ein Mädchen, das nackt in den Schaufenstern der Stadt hängt, hat keinen Anspruch darauf, mich Vater zu nennen. Ich liebe ihn. Als du heute Nacht nach Hause kamst und mir das Schwarze vom Himmel herunterlogst, da stankst du nach Schnaps. Es ekelt mich. Ich liebe ihn. Gut, wie du willst, dann geh zu ihm, pack deine Sachen zusammen und werde glücklich. Vergiss nicht, Magdalena, dass wenn dir einmal alle Türen verschlossen sein sollen, das Haus Gottes dir immer offen steht. Überstanden. Gar nichts ist überstanden, Herr Präsident. Nehmen Sie es mir nicht übel. Sie denken zu viel an sich. Na, als Pfarrer müssen Sie ja so reden. Aber ich nehme Ihnen das gar nicht übel. Aber damit haben Sie recht. Jetzt denke ich wirklich an mich. Ich habe mein Leben nicht aufgebaut, um es mir von einer zügellosen Tochter zerstören zu lassen.
Ich gehe weg aus dieser Stadt. Ich traue mich ja hier nicht mehr über die Straße. Ja, es wird für Sie nicht schwer sein, in eine andere Stadt zu gehen. Ihre Firma hat ja überall ihre Niederlassungen, aber... Was wollen Sie damit sagen? Ja, dass Sie gewiss Geldausgaben haben werden und Ärger und einige Sorgen, das glaube ich Ihnen gern. Aber für Ihre Tochter wird es vielleicht sehr schwer sein, einen solchen Ausweg nicht zu haben. Diesen Männern, die da leichtsinnig und frech mit Mädels umgehen, denen können Sie doch nicht einfach Ihre Tochter überlassen. Sie haben es ja gehört, sie liebt ihn. Was soll ich denn dagegen machen? Dagegen sollen Sie gar nichts machen, das ist ja das einzig Gute. Aber sie ist doch nicht verloren. Aber sie kennt ihn ganze 3 Wochen. Nach dem Bilde zu urteilen, muss sie sich doch schon in der ersten Woche nackt vor ihm ausgezogen haben. So liebt sie ihn. Nein, Herr Pfarrer, schon als Kind ist sie hier aufs Dach gestiegen und musste von der Feuerwehr aus der Dachrinne herausgeholt werden. Bloß, weil ein blöder Bengel das so wollte. Nein, der Kern ist faul. An der Erziehung habe ich es nicht fehlen lassen. Ja, vielleicht war sie zu lange in ihrer Schule, in diesem Stift eingesperrt. Der Drang nach Freiheit hat sie verwirrt. Und Sie werden ja sehen, ob sie zu Ihnen kommt. Herr Präsident. Die Stimme eines liebenden Vaters ist leichter zu hören, wenn man verzweifelt ist, als die Stimme Gottes. Nun lass mich doch rein! Du kannst jetzt nicht ins Atelier. Ach. Achille? Oh, tu doch nicht so unwissend. Schließlich ist er mein Freund. Glaubst du, er verbirgt mir, was geschehen ist? Achille. Na ja. Auch nun weißt du von nichts mehr. Du warst wohl betrunken, was? Du hast bloß geträumt. Nein. Nein, das war kein Traum. Und du sagst, er ist dein Freund? Ja, es tut mir leid um dich. Aber du musst ja wissen, was du tust. Lass mich! Ich hab deine Koffer! Sucht sie das Bild. Sie haben Ärger gehabt wegen des Bildes, nicht wahr? Ich habe schon gehört, es tut mir wirklich außerordentlich leid. Ich wollte das Bild gar nicht sehen. Wir wollten gerade schließen, Sie haben Glück gehabt. So habe ich Glück gehabt. Sagen Sie, darf ich mich einen Augenblick hinsetzen? Ja, aber natürlich. Bitte in mein Büro. Sie können nach Hause gehen. Schließen Sie bitte ab. Ja, ja. Ganz korrekt war das nicht von Herrn Ferber. Aber nun legen Sie sich da erst mal ein bisschen hin. Ach, das Säckchen ist auch mitgekommen. Sie gefallen mir gar nicht. Das heißt, Sie gefallen mir natürlich sehr gut. Ziehen Sie doch die Schuhe aus. Die Füßchen werden immer am müdesten. Ich kann Ihnen irgendwas anbieten, vielleicht Kognäckchen oder so. Nein, ich glaube, ich trinke in meinem ganzen Leben nie wieder Cognac. Ich wollte gerade Kaffee trinken. Trinken Sie ein Tässchen mit? Kaffee wäre gut. Machen Sie nicht so ein verzweifeltes Gesicht, es geht alles vorüber. Passen Sie mal auf, so ein richtiger Mokka, der bringt Sie wieder auf die Beinchen. So eine Kaffeemaschine kenne ich. Ja, von Herrn Ferber kennen Sie die nicht, wa? Das ist ja ein Geschenk von mir. Glauben Sie mir, das ist die einzige Art, wie mir der Kaffee schmeckt. So kommen die Bohnen erst zu ihrem Recht. Ja, ich lache und
Sie sind traurig. Ich bringe Sie dann im Wagen nach Hause. Das ist ja nicht weit. Ich gehe schon an. Aber ich lasse Sie doch nicht alleine über die Straße gehen. Das wäre doch Frevel. Ich wohne gar nicht mehr zu Hause. Ach, wo wohnen Sie denn? Ach so. Ja, und was machen Sie nun? Haben Sie Geld? Ich habe mir 350 Mark gespart. Und damit kommen Sie nicht weit. Einer Frau, die das Glück hat, so schön zu sein, wie Sie sind, mein Kind, da kann deinem Leben gar nichts passieren. Vielleicht gerade. Sagen Sie, Herr Boganda, können Sie mich vielleicht gebrauchen? Was können Sie denn? Können Sie Stenografie und Schreibmaschine? Nein, aber ich kann ein bisschen Englisch, ein bisschen Französisch, aber nicht besonders. Ach, wissen Sie, mein Kind, solche Angebote, die gibt's wie Sand am Meer. Aber ich bin ja kein Unmensch. Na nur jetzt noch? Galerie Bogala. Ja, die ist hier. Menschenskinder, ihr seid grausame Leute. Das Mädchen ist da ganz verzweifelt. Ja, kommen Sie hier. Ihr Freund Achill. Den will ich nicht sehen. Wo wollen Sie denn hin? Ich denke, Sie sind todmüde. So müde kann ich gar nicht sein, dass ich nicht vor diesen Menschen weglaufe. Dann laufen wir doch zusammen weg, da kann er sich totklingeln. Kommen Sie, mein Wagen steht vor der Tür. Wo fahren wir denn hin? Ja, haben Sie denn ein bestimmtes Ziel? Ich? Nein. Na, sehen Sie, wie gut, dass ich eins habe. Ich habe hier ein kleines Appartement. Da bleibe ich über Nacht, wenn es mal abends spät wird. Meine Villa liegt ja 22 Kilometer von hier entfernt. Ach, und Ihre Frau, die wohnt draußen? Ja, natürlich. Ich glaube nicht, dass sie sehr erfreut wäre. Worüber? Aber Kindchen, Sie haben doch keine Bleibe. Auch das kleinste Hotel, 8 Mark kostet es ja doch. Also seien Sie vernünftig. Ich bin ja schließlich kein Unmensch. Ach, das nennen Sie kein Unmensch. Wir gehen jetzt nicht Abendessen, trinken ein Fläschchen Sekt und dann machen wir es uns gemütlich. Hm? Ich soll mit Ihnen in Ihre Wohnung gehen? Warum denn nicht? Ich fress dich doch nicht, Magdalena. Bitte halten Sie an. Hör doch mal zu, ein Mädchen wie du hat es gar nicht nötig zu arbeiten. Wenn Sie nicht anhalten, springe ich beim Fahren raus. Bitte, bitte. Zwingen tut sie keiner. Wenn schon noch sehen, wo Sie hinkommen. Blöde Kuh. Das reicht. Wir bringen hier sonst Chauffeure unter von Herrschaften, die unten wohnen. Ja, ich nehm's. Sie bleiben doch allein. Ja, natürlich. Ha, so natürlich ist das nicht. Ich meine, dann erhöht sich der Preis. Nein, mein Fräulein. Sie haben ja gar keinen bestimmten Beruf gelernt. In unserer Kartothek sind Namen von Mädchen, die schon ein halbes Jahr warten. Wenn Sie noch nie in einem Reisebüro gearbeitet haben. Aber jeder muss doch mal anfangen. Aber doch nicht bei uns. Zeugnisse haben Sie keine? Nein. Aber ich habe in Ihnen gelernt, zu Hause. Na, dann nehmen Sie mal weiter, zu Hause. Ihr Dienst geht von 9 Uhr abends bis 5 Uhr früh. Abendgarderobe haben Sie doch. Ich meine, es ist ja nicht viel nötig, aber... Sie meinen ein Abendkleid? Was, wollen Sie vielleicht in diesen Pullover kommen? Unsere Tischdamen haben Ihre Garderobe selbst zu stellen. Ja, dann entschuldigen Sie bitte. Kennen Sie Herrn Stefan Buck? Ja, den Medizinstudenten. Der kommt mittags oft. Geben Sie mir bitte doch einen Wermutsruder, ja? Hat jemand nach mir gefragt? Nein, Herr von Hine, niemand. Wir kennen uns doch. Ich hab's ja noch nie hier gesehen. Das ist aber eine Freude. Ja, ich bin zum ersten Mal hier. Mir einen großen Gefallen. Nehmen Sie mal bitte die Tasche. Was soll ich denn damit? Wir treffen uns nachher am Zeitungskiosk hinter der Kirche. Sie kennen doch den Zeitungskiosk. Ja, aber... Lassen Sie mich jetzt nicht im Stich. Ihre Zuverlässigkeit ist ja einfach rührend. Sagen Sie mal, was fällt Ihnen eigentlich ein, mir einfach die Tasche in den Schoß zu legen und dann einfach wegzugehen? Ich bin nicht hier auf der Straße. Ich möchte mich Ihnen doch erkenntlich zeigen. Darf ich Sie nach Hause bringen? Das ist mir sehr unangenehm, Herr von Hene, aber ein Gutes hat es vielleicht... Würden Sie mir als Gegendienst meine Koffer holen? Die stehen bei Herrn Färber. Was machen denn Ihre Koffer bei Herrn Färber? Ich frage Sie ja auch nichts. Dass Sie
Sie in solch einem Appartement wohnen? Na, ich muss ja sagen. Also hier sucht mich bestimmt niemand. Wer sucht Sie denn? Was denn? Haben Sie das noch nicht gemerkt? Übrigens, was Ihren Koffer betrifft, also ich muss unbedingt zuerst zum Bahnhof. Das heißt heute nicht, heute ist mir das viel zu gefährlich. Sie bilden sich doch nicht etwa ein, dass Sie hier bleiben können? Sie wollen mich doch nicht der Polizei in die Arme treiben. Ach so, die sucht Sie. Ja, ich muss so schnell wie möglich nach Zürich. Wenn ich erst mal an der Grenze bin, dann kann ich mir schon weiterhelfen, aber... Was ist denn nun in der Tasche? Etwa eine Bombe? Eine Bombe? Haben Sie denn wirklich gedacht, in der Tasche ist eine Bombe und haben Sie trotzdem in der Hand behalten? Hatten Sie denn gar keine Angst? Vor einer Bombe nicht. Die hätte vielleicht manches gelöst. Oh, lebensmüde. Das tut mir aber herzlich leid. Verflucht, was ist denn nun in der Tasche? Also, wenn Sie es unbedingt wissen müssen... Es gibt arme, kranke Menschen, die vor Schmerzen nicht leben können und die erwarten, dass ihnen jemand hilft. Da kann doch die Polizei nichts dagegen haben. Kind, es gibt Betäubungsmittel, die den Menschen in einen Halbschlaf versetzen. Haben Sie davon noch nie was gehört? Ach so. Ja, außerdem gibt es doch nicht nur körperliche Schmerzen, sondern manche haben auch ein auswegloses Schicksal. Ich weiß schon, was Sie da haben in der Tasche. Ja, leider weiß die Polizei das auch. Na, und lassen Sie mich doch nicht im Stich, ne? Sie fühlen doch selber, wie das ist, wenn man gejagt hat. Geben Sie mir sowas. Och, Mädchen, Sie sind ja noch so jung. Sie sind doch noch ein Kind. Wie lange bin ich das eigentlich noch? Oh, unglücklich verliebt. Nicht mehr. Etwa in diesen Färber? Sagen Sie mal, merken Sie gar nicht, ob ein Mensch anständig ist oder nicht? Das ist doch ein Schwein. Sie sind doch das Opfer einer Wette geworden. Wieso? Na, die haben doch um ihre Unschuld gewettet. Das ist ja ein tolles Ding. Das haben Sie wohl vom Autofriedhof. Autofriedhof? Der ist aber sehr lebendig. Da hole ich noch 100 Sachen raus aus dem Ding. Und das wollen Sie nur meinetwegen gekauft haben? Unseretwegen, Sonny. Unseretwegen. Machen Sie doch nicht so verheiratete Bewegungen auf der Straße. Sie müssen erst Ihren Doktor machen. No? Bis dahin habe ich mir Zeit zum Überlegen ausgebildet. Das ist ein herrliches Ding. Da steigen Sie doch mal ein. Kommen Sie doch nicht während der Geschäftszeit. Am Tage geht es nicht wegen der Geschäftszeit und am Abend geht es nicht, weil es dunkel ist. Sie haben wohl sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Männern. Nein, aber ich möchte auch nicht. Es darf keine Luft drin sein. Aber Sie dürfen natürlich nicht zu viel verspritzen. Das Zeug ist verdammt teuer. Man vergisst alles. Das ist genau das, was ich brauche. Alles, was Qual macht, alle überflüssigen Gedanken, alle Hemmungen. Das alles vergeht. Man hat gar keine Angst mehr. Man fühlt sich frei. Man träumt. So. Ja, wenn das Zeug teuer ist, ich habe ja nicht viel Geld. Bist aber hübsch. Ist doch auch was wert. Soll ich? Tage A5 macht 70.
Zwei Tage für zwei Personen, à 10 Mark, macht 90. Warum haben Sie mich eigentlich angelogen? Glauben Sie, ich habe nicht gemerkt, dass da oben noch ein Liebster geschlafen hat? Das muss ich doch nicht jetzt bezahlen. Na nun, Sie schwanken ja. Sagen Sie mal, sind Sie etwa betrunken? Oder Sie machen Sie keine Dummheiten? Er schickt mir das Geld zurück. Er hatte kein deutsches Geld bis zur Schweizer Grenze. Ach, Fränkli hat er ihn nicht da gelassen? Nein. Haben Sie deine Uhr? Die Uhr behalte ich, bis Sie bezahlt haben. Das Zimmer müssen Sie räumen. Ich denke, der wacht das alles die ganze Nacht auf. Hausauf von 4 bis 6, da fährt kein Zug. Sie müssen raus. Seid das so langsam ab, aus Kleine. Ich bleibe nur hier, bis der Wartesaal wieder aufmacht. Was kannst du deiner Großmutter erzählen? Hau ab aus meinem Revier! Sei doch nicht so eklig, Elli. Die meinst ja nicht böse, die friert bloß. Und ob ich's böse meine? Konkurrenz brauchen wir ja nicht. Und Julian ist so ein junges Gemüse. Du weißt wohl nicht, wo du bleiben sollst, was? Doch, doch. Na, dann komm mal herein, die Portion. Ich habe ja kein Geld. Ah, das wirst du schon finden. Ich mach die auf. Hier kommt noch ein später Gast. Abrechnen tun wir später. Wünsche eine angenehme Nacht, Herr Doktor. Nein! Herr Spring, dass du das Zimmer nicht bezahlen brauchst, noch was verdienst. Gehen Sie weg da! Wirst du die Schnauze halten, du Ass? Soll wohl die Polizei kommen? Aber was haben Sie denn, mein Fräulein? Sehe ich dann so erschreckend? Oh, weg da! Dieser Schock hätte Magdalena in letzter Sekunde reumütig den Weg zurück zu ihrem Vater zeigen müssen. Durch falschen Stolz und innere Haltlosigkeit sinkt sie immer tiefer. Und die Erkenntnis kommt immer zu spät. Denn ein Mädchen, welches vielen gehört, wird am Ende keinem gehören. Ja, natürlich. Ich habe mit ihm gewettet und so ist das Bild entstanden. Was brauchen Sie denn? Aber machen Sie es nicht zu teuer, hm? Ich weiß nicht, wohin. Heute Nacht habe ich auf einer Bank geschlafen. Und Hunger haben Sie auch, was? Ah ja. Erst reisen Sie von mir aus und jetzt meinen Sie, Sie können hier wohnen, was? Sie haben hier noch Ihre Villa. Ja, mein Kind, aber da ist ja mein kleines Frauchen. Das hier, das ist eine Junggesellenwohnung. Weißt du, was das bedeutet? Bravo, bravo. War meine erste selbstständige Operation. Großartig, Herr Doktor. Gottes Willen, ich bin ja noch gar kein Doktor. Das dauert noch 4 Wochen. Glauben Sie, ich konnte so schnell einen Arzt auftreiben? Muss dieser blödsinnige Trottel doch ausgerechnet das Auto laufen? Sagen Sie es nicht weiter, aber mir ist das ganz recht. Wann komme ich hier sonst schon zum Operieren? Was denn Ihnen sehen, Ulis ist den anderen sehen Nachtigall. So, mein Freund hier bekommt noch eine Spritze zum Schlafen. Morgen früh, wenn er aufwacht, wird er sich sehr freuen, dass er noch 2 gerade Beine hat. Du bist trotz allem ein liebes Mädel. Auf Ihr Mitleid kann ich verzichten. Dann ist er schließlich kein Unmensch. Ich weiß. Hier ist der Schlüssel von der Wohnung. Ab morgen bist du hier alleine. Warum bist du noch einmal so stumm? Sag mal, war ich eigentlich der Erste? Ich meine, für Geld, ohne Liebe? Nein. Aha.
Der erste hat mir mein letztes Geld gestohlen. Ein schlechtes Geschäft. Aber wenigstens hat er mir es dagelassen. Damit ich so jemanden wie Sie ertragen kann. Aber willst du denn jetzt hin mitten in der Nacht? Ich habe 19 Jahre lang gelebt. In diesem Zimmer bin ich geboren. Jetzt habe ich kein Streichholz mehr. Ich brauche kein Licht. Ich habe dich nicht gerufen. Du, komm mal mit rüber in meine Wohnung und erzähl doch, was los ist. Nimmst du Mädchen mit in deine Wohnung? Hast dich wohl auch verändert. Aber Magdalena, warum bist denn du so zynisch? Also los, komm jetzt, mach kein Theater. Du bist ja krank. Du lieber Himmel. Sicher ist der Himmel lieb. Man merkt's bloß nicht. Du brauchst nicht auf Zehen schwitzen, so gehen. Ich schlafe nicht. Na, dann iss mal erst was. Du fällst ja sonst um. Zu trinken habe ich leider nichts. Und Kaffee wäre ja wohl nicht das Richtige jetzt. Ich geh gleich wieder. Da willst du vielleicht drüben auf dem Fußboden schlafen. Du bleibst jetzt hier. Was gibt's denn da so dumm zu lachen? Keine Angst, ich tue hier schon nichts. Wenn schon, ging's gar nicht mehr drauf an. Weißt du, 19 Jahre lang habe ich geglaubt, ein Mädchen muss sich aufheben für den Mann, den sie mal heiratet. Tja, das soll es ja auch. Träume. Also, ich darf da schlafen? Du, ich nehme das an. Du, schau mich doch mal an. Mach mal die Augen auf. Ganz. Was suchst du denn in den Augen? Du, das findest du nicht mehr. Magdalena, du nimmst doch irgendwelche Mittel. Ach so, die Augen des Arztes. Tja, dann will man doch mal lieber das Licht ausmachen. Sag mal, gibt's eigentlich viele so wie dich? Schlaf mal jetzt. Du, ich habe heute meine erste Operation allein gemacht. Vielleicht. Bin ich gar nicht so verworfen, wie du denkst. Das denke ich ja gar nicht. Dass man in ein paar Tagen so zertrampelt werden kann. Ist das eigentlich eine Ausnahme oder kommt das öfter vor? Du sollst jetzt schlafen. Wenn er nur plötzlich kommt, das kann doch sehr peinlich werden. Ich dachte, das ist deine Wohnung. Er kommt nicht. Er ist verheiratet. Aber du bist doch ein hübsches Mädel. Warum machst du das eigentlich? Hast du denn das nötig? Immer dieselben dummen Fragen. Erst seid ihr wie verrückt und dann kriegt ihr einen moralischen. Hör mal zu, wenn ich dir nun eine Wohnung nehme, Bedingung wäre allerdings, dass du mir allein gehörst. Das haben mir schon viele angeboten. Ich dachte, du bist origineller. Ach, du liebst einen anderen? Ja. Aber er weiß nichts von diesem Leben hier. Nachts, wenn mich niemand sieht, dann gehe ich zu ihm. Und das kannst du neben den vielen anderen? Ja, das kann ich. Verstehst du wohl nicht, was? Aber lieben kann ich nur einen. Und das bist nicht du.
Magdalena. Magdalena. Sag mal, was hast du denn da? Ich hatte da was. Ja, das sehe ich. Willst du mir das nicht näher erklären? Ich hatte doch schon geschlafen. Es war ein Pickel oder sowas. Lass mich. Du gehst ja vor die Hunde. Na, und? Magdalena! Ach, ärgerst du dich, weil ich wieder mal hergekommen bin? Du hast mir doch den Schlüssel gegeben für den Fall, wenn ich... Komm, lenk mal jetzt nicht ab. Du machst dir doch Rauschgiftinjektionen. Du, ich sage dir als Arzt, das ist der Anfang vom Ende. Ich weiß das. Mein Leben verläuft gar nicht so, dass ich wünschte, es soll lange dauern. Hätte ich jemand gefunden wie dich? Aber du bist ja völlig benebelt. Du kannst mir doch jetzt hier keine Liebeserklärung machen. Ich weiß, ich habe dazu kein Recht. Komm, lass den Unfug jetzt. Ist das Morphium? Ja. Wo hast du das her? Sowas sagt man nicht. Das sagt man ja. Magdalena, die Leute, die das an dich verkaufen, sind Mörder. Die gehören hinter Schloss und Riegel. Dieses Gift demoralisiert. Bitte sag mir, woher du das hast. Es wäre doch ganz unanständig. Unanständig? Deine Begriffe von Anstand haben sich aber bedenklich verschoben. Wo hast denn du die feinen Sachen hierher? Muss ich dir darauf antworten? Ja. Warum muss ich das? Weil ich dir helfen will. Oder glaubst du, ich gebe zu, dass du das Zeug dann noch weiternimmst? Was willst du denn dagegen machen? Willst du mich vielleicht anzeigen? Das glaubst du mir gar nicht. Es gibt ja eine ärztliche Schweigepflicht. Anzeigen könnte ich dich doch aus einem ganz anderen Grund nicht. Weil du mich liebst. Guck mich nicht so an. Ich glaube, ich gehe doch noch mal weg. Liebst du den Spatz? Ja. Oh, Maschinengewehr hinten drin? Nein, der ist nur noch nicht warm. Das sind Fehlzündungen, genau wie bei uns beiden. Wenn ich Sie jetzt nach Hause fahre, Susanne, und Sie gehen rauf und ich bleibe unten, dann ist das auch eine Fehlzündung. Ach, Susanne. Ich komme mir vor wie bestellt und nicht abgeholt. Das klingt eher wie verknallt und nicht abgeholt. Ah ja, machen Sie sich nur auch noch lustig über mich. Stefan, unter einer Bedingung sind Sie heute Abend bei mir zum Abendbrotessen eingeladen. Jede Bedingung akzeptiert, blind. Sie dürfen mich nicht küssen. Ich meine, in meinem Zimmer dürfen Sie mich nicht küssen. Wir wollen doch den Dingen ins Auge sehen. Mhm. Wenn man mit einem Mann allein in einem Zimmer ist und lässt sich küssen, dann kann man sich nicht wundern. Ich möchte mich aber ganz gern wundern. Außerdem, im Auto ist auch schon manches passiert. Also, gehen Sie auf die Bedingung ein? Na schön, aber das ist eine klare Erpressung, das wollen wir ausdrücklich festhalten. Ist er jetzt warm? Ja. Dann fahren Sie los. Ah! Ach nee. Hast Besuch. Du hast versprochen anzurufen, wenn du kommst. Ich wollte dich mit dem Bild überraschen. Ach. Willst du es mir etwas schenken? Nein. Es wird nicht mehr ausgestellt. Jetzt, wo du meine Freundin geworden bist, da wollte ich nicht, dass dieses Bild... Weil ich für dieses Bild nicht bezahlt worden bin, wie es sich für so eine wie ich bin gehört. Er hat sie hergegeben. Na nun, Sie sitzen ja so traurig da. Das war aber nicht der Sinn der Einladung. Warum haben Sie mich eigentlich gerade heute eingeladen? Haben Sie Geburtstag? Nein. Wissen Sie nicht, was heute für ein Tag ist? Nein. Genau heute vor einem halben Jahr haben Sie mir doch die Spatzen verschossen. Sehen Sie, den Tag habe ich vergessen. Das heißt nicht den Tag, nur das Datum. Männer vergessen immer die Datums. Daten. Ja, Herr Oberlehrer. Kennen Sie die Männer denn so genau? Auf jeden Fall so gut, dass ich mich vor Ihnen in Acht nehme. Also, worauf trinken wir? Wollen wir nicht erst essen? Ich habe aber noch gar keinen Hunger. Also, trinken wir auf die Liebe? Dann müssen wir aber das Glas auf einmal ganz austrinken. Was, das ganze Glas auf einmal? Aha. Sie gucken ja so komisch. Meinen Sie das etwas symbolisch? Vergessen Sie nicht, auf welche Bedingungen Sie eingegangen sind. Schon gut. Also, auf die Liebe. Ah, ah. Ja. So, schön. Komm, komm. Sie? Was würden Sie nun sagen, wenn ich behaupten würde, Ihre ganzen Bedingungen sind nur Erpressung? Das habe ich ja schon gestern gesagt. Und wenn ich Sie jetzt küssen würde, was würden Sie dann tun? Versuchen Sie das mal. Ja? Hm.
haben Sie nur den Kuss gelernt? Wann haben Sie das letzte Mal ein Mädchen geküsst? Aber Susanne, fragt man sowas? Ich frage so etwas. Ich hätte Sie gleich ausschimpfen müssen, als Sie Ihre Bedingung gebrochen haben. Es ist vielleicht gemein. Ich kann es nicht vertragen. Stefan, es ist vielleicht nicht gerade der richtige Augenblick, aber ich wollte mich vorhin mit Ihnen duzen, als ich den Wein brachte. Machen Sie nicht so böse Augen. Kommen Sie. Trinken wir auf Du. Ich glaube, das Fräulein hält mich zum Narren. Hm? Sie sind verliebt in Ihre Bilder, in Ihre Bücher und in Ihre dumme Tugend. Tugend ist nicht dumm. So? Ich bin es auch nicht. Aber auf jeden Fall weiß ich jetzt Bescheid. Ich bitte um Verzeihung. Schade. Steinweber! Warum so hastig? Sie haben Auto draußen. Das lasse ich stehen. Ich gehe zu Fuß nach Hause. Sag mal, was denkst du dir eigentlich? Hier in so einem durchsichtigen Nachthemd rumzulaufen, denkst du vielleicht, ich bin ein Fisch? Ich kann mich ja verhüllen, der Fisch. Ich wusste ja nicht, dass du jetzt kommst. Was hast du denn da an der Lippe? Ich habe mich gestoßen. Komm doch mal her. Was willst du denn? Du hast dir doch auch genau meinen Arm angesehen. Komm doch mal her. Zieh doch mal den dummen Mantel aus. Warum machst du das? Du warst doch wieder bei ihr. Ja. Hat sie dich geschlagen? Nein. Warum schreist du denn so? Ich hätte es dir auch leise geglaubt. Hast du die vielen Rosen gesehen? Ja. Sieht aus wie eine Grabkapelle, ne? Pfui, sag doch sowas nicht. Und deine Spritze hast du dir auch wieder gegeben. Meinst du, ich sehe das nicht? Du kannst es ja sehen. Glaubst du, ich würde das alles aushalten, so böse, wie du mit mir sprichst und wie du mich behandelst? Na, wie denn? Wie eine Hure? Sag das Wort nicht. Warum denn nicht? Stimmt doch. Ich bin doch eine. Aber Liebe darf ich dich doch haben. Was wollen Sie denn hier? Und bestraf mich doch nicht mit dem Sie. Wir haben es doch gestern geduzt. Aber wenn es deine männliche Eitelkeit verlangt, dann entschuldige ich mich natürlich. Oder nimmst du die Entschuldigung nicht an? Du entschuldigst dich bei mir. Ja. Ach, Spatz. Was säufst du denn so? Das sollte doch gestern unsere Verlobung werden. Aber das können wir doch noch nachholen. Oder meinst du nicht? Was machst du denn da? Heute Abend! Aber was soll denn dein Chef denn? Den habe ich vorbereitet. Wem gehören denn diese Teller? Das sind Teller mit kleinen Fehlern aus dem Ausverkauf. Es darf doch heute nicht wieder schief gehen. So, Teller mit kleinen Fehlern. Na Gott sei Dank, jetzt lachst du wenigstens wieder. Da ist noch einer. Sind wir jetzt verlobt? Ach, Spatz. Ich wüsste gern, woran du denkst. Mit dir ist doch irgendetwas. Ich habe dich gestern vergessen wollen. Es hat doch keinen Sinn, dass wir uns gegenseitig belügen. Lass uns keine bösen Wahrheiten mehr sagen. Wenn du noch ein Wort von gestern sagst, dann küsse ich dir den Mund zu. Aber Spatz, ich habe gestern... Spatz. Hast du wieder keinen Hunger? Wollen wir das schöne Essen wieder stehen lassen? Magdalena, Magdalena. Melodie.
sie heißt, ich liebe dich, doch manche hört sie nie, Magdalena. Du bist noch auf? Wundert dich das? Allerdings. Es ist 4 Uhr morgens. Warum kommst du denn so spät heute? Sag bitte nicht, dass du in der Klinik warst. Von da aus hat man nämlich angerufen. Was wollten die denn von der Klinik? Es war nichts weiter. Sie suchten wohl irgendwas, ein Blutbild oder so. Wo kommst du denn jetzt her? Magdalena, ich frage dich doch auch nicht, wo du herkommst, wenn du mit deinen Rosen hier ankommst. Verzeih mir, dass ich gefragt habe, ich werde es nicht wieder tun. Was hast du denn da in deiner Hand? Hast du dem Spatzen den Kopf abgerissen? Mach doch nichts Falsches draus. Ich weiß, du suchst nach was, du willst mich loswerden, nicht wahr? Da brauche ich doch nicht zu suchen, Magdalena. Ich habe die Absicht zu heiraten. Das weiß ich. Ich brauche dich. Ich verspreche dir, ich höre auf mit dem Morphium, wenn du bei mir bleibst. Magdalena. Du hast ja völlig den Verstand verloren. Ich lass dich nicht los. Ich lass dich nicht los. Ich lass dich nicht los. Hast du denn kein Herz? Doch, gerade deswegen. Ich weiß, ich bin grausam, aber es wäre noch viel grausamer, wenn ich dir jetzt nicht die Wahrheit sagen würde. Und die Wahrheit ist, du gehörst in eine Heilanstalt. Ach, das ist die Wahrheit. Das ist ja eine feine Wahrheit. Du heiratest und ich werde eingesperrt. Dann kann ich mir ja nicht mal mehr mit so einer kleinen Ampulle helfen. Weil Arztaugen aufpassen, ob ich nur alle Schmerzen gut fühle. Soll er die Wahrheit wach erleben. Soll er wissen, wie schlecht es mir geht. So erlangen ja die anständigen Menschen, denen es gut geht. Dir ist nicht mehr zu helfen und ich kann es am allerwenigsten. Gebe Gott, dass ich jemand finde, der mich da in Schopf nimmt und aus dem Schlamm herausreißt. Wenn ihr nicht mehr weiter wisst, dann muss immer der liebe Gott dran. So ist es ja auch, Magdalena. Oder bist du schon so verloren, dass du auch das vergessen hast? In meinem Metier vergisst man manches. Tja, dann. Stefan! Geben Sie mir die. Ach, geben Sie mir alle. Tun Sie sie in die Tüte. In die Tüte, die Blumen? Ich kann doch die vielen Sträuße nicht als Strauß nehmen. Blumen passen doch nicht in die Tüte. Doch, sie passen. Machen Sie schnell, ich habe keine Zeit. Herzlicher Frühling. Sie sind Susanne. Ist das Ihr Bett? Sonne ist nicht da. Ja, ich glaube, sie ist zu Ihnen gegangen. Na ja, dann machen Sie mal schleunig, dass Sie nach Hause kommen. Was wollen Sie eigentlich? Ich bin doch kein Mann, dass Sie mir nachlaufen müssten. Susanne, kommen Sie dazu, mich bei meinem Vornamen zu nennen? Ich kenne doch nur Ihren Vornamen. Ach, Sie kennen mich. Dann wissen Sie auch, dass wir miteinander nichts zu tun haben dürfen.
Sie sollen mich nicht hassen, ich bitte Sie. Ich bitte Sie auch, und zwar lassen Sie mich gefälligst in Ruhe. Nicht belügen, Fräulein Susanne. Das glaube ich Ihnen schon, aber haben Sie mir auch sonst die Wahrheit gesagt? Er liebt Sie. Reicht Ihnen das immer noch nicht? Ja, sagen Sie, die haben ja ganz kranke Augen. Kennen Sie Stefan schon lange? Schon so lange, wie ich denken kann. Wir wohnten im selben Haus. Er hat immer meine Puppen repariert. So ist das. Sie wohnen in einem Haus zusammen. Ich will jetzt gehen. Verzeihen Sie, dass ich Ihnen gezeigt habe, dass ich so glücklich bin, aber es war nicht herzlos. Ich wollte ja, dass Sie glücklich sind. Sagen Sie mal, Sie werden doch keine Dummheiten gemacht haben. Ich brauche nur meine Tasche. Wo ist meine Tasche? Hier. Bitte gehen Sie raus. Nur ein paar Minuten, dann ist alles wieder gut. Aber machen Sie doch nicht solche Augen, wie wenn ich mich umbringen würde. Ich tue das nicht. Wenn ich Ihnen doch nur helfen könnte. Das ist ja lieb von Ihnen, aber mir hätte nur Stefan helfen können. Bitte gehen Sie raus. Das ist doch seine Hupe. Ach, der Köhler sitzt oben bei mir. Naja. Dann weißt du ja, dass ich... Ich weiß, aber davon reden wir später. Stefan, ich lass mir wegen einer Dummheit von dir mein Lebensglück nicht zerstören. Die arme Puppe da oben kannst du nicht mehr reparieren. Aber ich liebe dich trotzdem. Ja. Was soll ich denn dazu sagen? Ein Wort musst du noch sagen. Ja. Ja. Hochzeitstag. Die Glocken läuten hinüber in Magdalenas Schicksal. Welches Los wird ein Mädchen wohl haben, das seinen Leib, der das Ebenbild Gottes ist, verkauft, um Liebe einzuhandeln, die keine Liebe ist? Das Ende ist immer das gleiche. Gar nicht erkannt. Ja, wir dachten zuerst, es sei ein Selbstmordversuch. Aber woher denn? Aber es war eindeutig ein Koronarinfarkt. Das Mädchen muss ein furchtbares Leben geführt haben. Ja, aber... Ach, Sie kennen sie gut, Herr Kollege? Na, es gibt doch Fälle, wo ein solcher Koronarinfarkt auch überstanden wurde, nicht? Sie ist schwach und ein Arzt sollte sich nicht selbst betrügen. Vielen Dank, Herr Kollege. Hallo? Wo kommst du denn her? Steht hier alles sperrangelweit offen? Oder bist du schon so betrunken, dass du das nicht mehr merkst? Ich kann saufen, wann ich will. Da brauche ich dich nicht zu fragen. Du Spießer. Das ist schließlich mein Leben, nicht deins. Und Magdalena Köhlers Leben? Ist das auch deins? Wer ist denn das? Mein Freund Stefan. Der will... Oh, was er will, das weiß ich nicht. Was ist denn dieser... Margarete Köhler? Magdalena. Ach schön, Magdalena, ist egal. Wissen Sie was von mir? Ich habe ihr nichts versprochen. Die will nichts mehr von dir. Sie liegt im Sterben. Du hast das Herz auf dem Gewissen. Wieso ich? Ach, Robert, das nützt dir nichts. Das wird dich verfolgen bis an dein Lebensende. Du hast sie umgebracht. Kleine. Und ich habe es geschehen lassen. Was ist denn das? Geh weg. Du bist ja nicht in der Verfassung, das zu begreifen.
Geh doch weg. Du hörst jetzt, ich bin nicht in der Verfassung, raus. Wie gehst denn du mit der Frau? Ist ja wurscht. So besoffen bin ich ja nicht, dass ich nicht weiß, dass du jetzt bei ihr sein müsstest. Also ich würde ja zu ihr gehen. Aber sie wird mich ja nicht sehen wollen. Ich bin ja ein Schwein. Die braucht uns beide nicht mehr, der Pfarrer ist bei ihr. Ach so. So ist das. Wenn es soweit ist, dann kommt immer der Pfarrer. Mein Je. Hättest du das gedacht? Was? Dass ich dich verlasse. Das kann sich ja noch alles ändern, Magdalena. Du musst nur wollen. Ein Herz besteht nicht nur aus Fleisch und Blut. Aber es bleibt doch immer zu stehen. Und dann habe ich Angst. Es schlägt ganz ruhig, Magdalena. Ich fühle es. Ja. Jetzt, weil du da bist. Fang dein Leben doch mal von vorne an. Ach, Stefan. Magdalena. Du weinst, ja. Ich bin nur etwas nervös. Du musst nur fest glauben. Du musst fest an das Leben glauben, sonst kann dir kein Arzt... Glaube an das Leben. Mehr als du. Ich liebe dich.